Ich grüße dich zum Podcast A Course in Miracles, der Wunder-Podcast. Mein Name ist Petra. Die Lektion 49 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Erstens, es ist sehr wohl möglich, den ganzen Tag über auf die Stimme Gottes zu hören, ohne deine normalen Aktivitäten in irgendeiner Weise zu unterbrechen. Der Teil deines Geistes, in dem die Wahrheit weilt, steht in ständiger Kommunikation mit Gott, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Es ist der andere Teil deines Geistes, der sich in der Welt betätigt und den Gesetzen der Welt gehorcht. Dieser Teil ist es, der ständig zerstreut, durcheinander und im höchsten Maß unsicher ist. Zweitens, der Teil, der auf die Stimme für Gott hört, ist gelassen, immer ruhig und vollkommen sicher. Er ist in Wirklichkeit der einzige Teil, den es gibt. Der andere Teil ist eine wilde Illusion, rasend und verzweifelt, aber ohne jede Wirklichkeit. Versuche heute nicht auf ihn zu hören. Versuche dich mit jenem Teil deines Geistes zu identifizieren, in dem für immer Stille und Frieden herrschen. Versuche die Stimme Gottes zu hören, die dir liebevoll zuruft und dich daran erinnert, dass dein Schöpfer seinen Sohn nicht vergessen hat. Drittens, wir brauchen heute mindestens 4 5-minütige Übungszeiten, wenn möglich mehr. Wir wollen versuchen, die Stimme Gottes tatsächlich zu hören, die dich an ihn und an dein Selbst erinnert. Wir wollen uns zuversichtlich diesem glücklichsten und heiligsten aller Gedanken nähern, im Wissen, dass wir dadurch unseren Willen mit dem Willen Gottes verbinden. Er will, dass du seine Stimme hörst. Er gab sie dir, damit du sie hörst. Viertens, horch in tiefem Schweigen, sei ganz still und öffne deinen Geist. Geh an allen wüsten Schreien und kranken Fantasien vorbei, die deine wahren Gedanken überdecken und deine ewige Verbindung mit Gott verschleiern. Sinke tief in jenen Frieden, der jenseits der rasenden, tobenden Gedanken, Anblicke und Geräusche dieser wahnsinnigen Welt auf dich wartet. Du lebst nicht hier. Wir versuchen, zu deiner wahren Wohnstätte zu gelangen. Wir versuchen, den Ort zu erreichen, an dem du wahrhaft willkommen bist. Wir versuchen, zu Gott zu gelangen. Fünftens, vergiss nicht, den heutigen Gedanken sehr oft zu wiederholen. Tu das, wenn nötig, mit offenen Augen, wenn möglich, aber mit geschlossenen. Achte auch darauf, dass du dich ruhig hinsetzt und den heutigen Gedanken wiederholst, wann immer du kannst, wobei du deine Augen vor der Welt schließt und dir gewahr wirst, dass du die Stimme Gottes einlädst, zu dir zu sprechen.